Heute war ich in Liebenwalde unterwegs und wir haben verschiedene Institutionen rund um den Bereich Medizin, Betreuung und Pflege besucht. Angefangen haben wir bei Dr. Eggers, der sich als 37-jähriger junger Arzt hier in Liebenwalde niedergelassen hat, um die Versorgung deutlich zu verbessern, die wir ja so dringend brauchen, insbesondere im ländlichen Raum. Er wird neben der Allgemeinmedizin sogar auch kinderärztliche Leistungen anbieten. Danach sind wir weitergefahren zu Tagespflege am Park, die uns berichtet hat, wie insbesondere die Tagespflege auch unter Corona-Bedingungen stattfinden konnte, welche Herausforderungen aktuell bestehen und wie es eigentlich allgemein um die Pflegesituation in Liebenwalde bestellt ist. Zum Abschluss des Tages waren wir heute bei Christiani. Christiani betreibt hier, ich sage mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Acker bei Liebenwalde eine Einrichtung, in der sich insbesondere um besonders schwer erziehbare Kinder, die auch aus der Familie herausgenommen werden mussten, gekümmert wird. Wirklich sehr aufopferungsvoll, wie diese Menschen sich dort in den Gruppen, in familienähnlichen Strukturen um die Kinder und Jugendlichen kümmern. Und wir haben darüber gesprochen, wie möglicherweise hier auch politisch geholfen werden kann. Wieder mal ein ausgefüllter Tag heute hier in Liebenwalde mit vielen, vielen interessanten und wichtigen Einblicken, die es nun politisch zu verarbeiten gilt.